Moin Moin, willkommen zurück zu einem neuen Part in Let's Play Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate. Ja, wir sind immer noch mit unserem Trevor unterwegs. Er hat jetzt mittlerweile nicht nur die Lichtmagie, nein, er hat auch die Schattenmagie. Ist das nicht schön? Auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben, wir haben jetzt hier so ein kleines Rätsel im letzten Part, am Ende des letzten Partes. Angefangen, oder? Ah, ja, klar, wir haben es noch nicht gemacht. Ja, gut. Im letzten Part haben wir es gemacht, aber das hat er noch nicht gespeichert. Weil, ja, weil darum. Links Siegel, bittest, Schutzvolllied, also Licht, Feuer, Schatten. Ich glaube, so war das. So. Ja. So, jetzt glaube ich, das war hier jetzt und diese Reihenfolge einmal so. Wie gesagt, das habe ich im letzten Part auch nicht so ganz verstanden. Warum das jetzt in dieser Reihenfolge auf der anderen Seite gemacht wird, aber gut. So, haben wir das getan. Hier holen wir uns nochmal neue, ja, Magie. Sind da ein bisschen angefressen. Dann könnten wir jetzt hoch, ne? So, bevor es rechts weitergeht, erstmal. Oha. Ich war gerade verwirrt, weil da ein Laserstrahl war. Wie komme ich denn da durch? So? Nee, aber. Ich versuche mal den Schaden einfach auf mich zu nehmen. So. Ah, wir kriegen die direkt auf die Nase und fallen weg. Nö, auch nicht. Nee, ich komme da definitiv nicht durch. Schade. Vielleicht wenn ich jetzt. Nee, ich dachte, ich kann da oben auf der Säule irgendwie rauf, aber. Ach, sag mal. Kopfschmerzen wollte ich jetzt mir nicht holen. Ja, muss wohl irgendwie den Laser da ausmachen. Oh. Nice. Du hast jetzt die Rennschuhe. Du kannst jetzt weiter springen. Alter, ich hab Rennschuhe. Aha. Okay, war. Wollte ich. Achso, ach, jetzt komme ich da. Ah. Bewege zweimal. Wow. Awesome. Ich habe jetzt Rennschuhe, okay. Jetzt will ich das aber trotzdem nochmal gucken, ob ich da jetzt hin kann. Vielleicht mit den Rennschuhen? So, warte mal. Ja, das war gar nichts. So, noch einmal. Wuhu! Wer braucht das Magie? Nee. Wir kommen da wohl echt nicht hin, oder? Ja, nein! Och, komm! Alter, ich war schon durch! Scheiße! Ich war da schon durch! Oh, das war jetzt unfair! Mann, ich war schon durch! Trotzdem, geile Schuhe. Die hätte ich jetzt auch im wahren Leben sehr gerne. Aber warum komme ich da nicht durch, Mann? Ich war schon auf der anderen Seite des Strahls. Finde ich das nicht so geil. Nicht gut. Ah, was war das? Zack, zack, nochmal. Und er ist. Hier, den Ofen.
Nee, die Ofenfresse. Kennen wir den. Ufa. Kann ich den Gruß erstmal hier auf mich räumen? Au. Dann kann ich den Gruß erstmal killen. Oh, komm, dann komme ich halt eben hier auf den Kleinen erstmal hier. Der mir gerade ziemlich auf den Nerv geht. Ich sag... Ey, ich sag dir nichts da. So, und jetzt... Schön an dir wieder hochheilen. Und killen. So macht das ein echter Meister. Warum zeigt er mir nach rechts an? Keine Ahnung. Ach so, vielleicht nach oben, dann rechts lang. Ja, das macht Sinn. Aber dann... Was bist du denn? Was, noch einer? Ja, glaub ich. Lass mich kurz an euch hochheilen. Ich wollte eigentlich hochheilen. Hallo. Ah, es ist fies, wenn die von links und rechts kommen. Schon wieder von links und rechts. Das ist unfair. So, weg mit dem Dreck. Danke. So, bevor ich jetzt mal nach oben gehe, immer weiter nach links. Ja. Ah, was ist denn hier? So viel Schweiß und Blut wurden vergossen, um an diesen Punkt zu gelangen. Alles vergebens. Nur wegen eines kleinen Fehlers. Jetzt verstehe ich. Licht kann kein Licht neutralisieren und Schatten keinen Schatten besiegen. Nur wenn ich beide in die... Was nochmal? Nur wenn ich die... Nur wenn sich beide die Wange halten... Die Waage halten, naja. Kann der Prinz der Finsternis besiegt werden. So, wie es die Legende besagt. Ja, Leute, das ist ein kleiner Hinweis. Es war schon Teil 1 so, dass halt der Final Boss Kampf... Oha! Okay. Dass der Final Boss Kampf... Hat halt Magie eingesetzt. Einmal die Lichtblume. Was? Zwei von denen! Einmal die Licht-Chaos-Magie. Man muss halt immer die entgegensetzte Magie haben. Also wenn der Gegner Licht hatte, muss man Chaos-Magie nutzen, weil man sonst keinen Schaden gemacht hat. Und so ist das hier dann wohl auch gemeint. Finde ich cool. Das auch, wie das haben wieder. Weil macht ja eigentlich auch Sinn. Das macht jetzt keinen Sinn. Leute, ihr habt einen Bug entdeckt. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Ich glaube nein. Wir sehen uns dann im kleinen Cut wieder. Bis gleich. Back hier bei Castlevania Lost of Shadow Mirror Fate. Ja, nach dem schönen durch den Boden Fall Bug versuche ich das noch einmal und diesmal kämpfe ich nicht an dieser selbigen Stelle, sondern ich versuche den Kampf irgendwie da zu machen, dass ich hoffentlich. Ja, ich weiß nicht, woran es lag, dass ich viel. Ist mir jetzt auch ehrlich gesagt zum ersten Mal zum Spiel aufgefallen, dass dieser Bug existiert. Hab ich bisher nirgendwo gehört. Sei es Foren oder sonst irgendwo. Ich persönlich habe es bisher auch noch nicht erlebt. Habt ihr ja speziell quasi klein mit euch. Bin schon schade. Aber naja, kein Spiel ist bugfrei. Hallo? Oh, lass mir wenigstens über dich rüberspringen, Mann. Aber so ein Bug muss schon nicht sein. Finde ich schon eben eine Blöde. Au! Das killt ihn halt wenigstens. Ach, das war doof.
komm! Oh, der hat ihn. Du hast ihn noch fast. Der ist los. Ja, 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 ja! Boah. Also ganz ehrlich, mehr als zwei dürfen auch gar nicht mehr ankommen. Zumindest nicht gleichzeitig, ist ja. Ist ja grausam. Halt! Ah, fuck, kein Hühnchen. Ich brauche ein Hühnchen, ich brauche Leben. Ich bin doch kein Vampir, ich kann mir doch nicht irgendwie Leben absaugen. Ich brauche einen Brunnen. Oh. Okay. Nein, was schon? Auch nee, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Oh komm. Nein, was mach? Alter, das ist jetzt nicht euer Ernst, ey. Auf so einen Scheiß habe ich jetzt echt keinen Bock. Ui. Zu den Indiana Jones Szene habe ich eigentlich überhaupt kein. Au! Oh. Das war's mit der Familienplanung. Nein! Hallo, was machst du denn? Au! Das war's mein Kopf, mit meinem Kopf. Oh Leute, auf so eine Szene habe ich jetzt echt kein Bock. Was soll denn das? Muss das so in den letzten Metern des Spiels sowas noch kommen? Ja, Leute, wir sind. Es ist aber auch Instant Death, ey. Das ist. Oh. Aber, Leute, wir sind quasi am Ende des Spiels schon. Weil. Was mache ich denn? Oh Gott. Weil, ja, ist das letzte Kapitel. Und, ich habe schon 88% Gesamtprozent des Spiels. Das heißt. Ja. Viel kommt da nicht mehr. Oh Gott, ist das grausam. Wow! Oh! Oh! Haben wir es jetzt? Oh! Halt die Fresse! Oh Gott! Meine, nein! Oh, oh, das war unfair! Oh, komm. Aber zumindest gibt's hier einen Save Point. Oh, ich dachte schon, ich muss das alles von vorne wiederholen, ey. Dann wäre ich aber sauer gewesen. Ah, komm. Sequenz spielt doch nicht immer. Ah, halt die Fräse. Ich habe andere Sorgen. Oh. Ihr dürft ja gleich mit dem Ding spielen. Das wäre quasi. Ah, gerichtet. Das. Was kann mich denn da töten? Ich bin in meine Decke reingesprungen. Was tötet mich denn da dran? Boah, ist so unfair. Runter. Oh, ich hab keinen Bock auf so eine Szene. Oh fuck. Hä? Was soll ich denn da jetzt machen sollen? Ich mein, wie soll ich denn da durchkommen in diese Ecke? Noch einmal, zum Glück hat er hier einen Zwischen-Save Point, ist ja. Ist ja schon nett. Ah, es ist aber auch ungenau hier. Oh, meine Fresse, das ist so assi. Was mit euch? Runter! Ah, ah. Tschüss, Alter, was so tun? Oh Gott, runter! Nein! Was machst du denn? Oh. Ist aber
dämliche Stelle. Runter, runter! Willst du bitte das nicht zerstören? Danke! Runter! Oh Gott! Oh! Ah, so, okay, verstehe. Wow! Wow! Och, was? Nein! Oh, nicht schon wieder von... Och, von hier wieder, oh Mann! Als hätte ruhig noch mal ein Speicherpunkt sein können. Was ist aber auch nervig hier. Ach, scheiße, ich dachte, man konnte da drauf landen. Sieht zumindest so aus hier. Mal das Ding wäre ich jetzt. Und, warum muss denn hier jetzt so eine Stelle kommen? Juhu. Halt dich doch mal dran fest, nein! Weißt du, ich drück die Taste so festhalten. Was macht er? Ich mach das nicht. Kein Bock. Allerdings wäre ich. Los! Renn er nicht so blöd oder lang, sondern geht durch. Oh. 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 Mach! Glück. Boah, danke. Länger hätte ich es nicht mehr aushalten können. Nein. Nö. Scheiße. Die verlassene Mine. Aha. Aber habt ihr gesehen? In der Filmsequenz hatte ich auf einmal andere Schuhe gehabt. Die Schuhe, die ich davor anhatte, hatte ich in der Filmsequenz an. Nicht die neuen, die ich gerade bekommen habe. Böser, böser Fehler. Aber macht ja nichts. Boah, ganz ehrlich. Ey, ich bin froh, dass ich die Stelle fertig habe, weil länger hätte ich die echt nicht mehr aushalten können, ey. Ja. Am äußersten östlichen Ende der Mine fließt ein Magmastrom, der den Weg zu einer Art, naja, altem Heidentempel versperrt. Ich muss eine Methode finden, weit genug zu springen, um an die andere Seite zu gelangen und diesen Ort ein für alle Mal vom Bösen zu befreien. Ja, ein dezenter Tipp, dass wir jetzt mit den neuen Schürchen, die wir bei C&A gekauft haben, jetzt auch darüber springen können. Konnten wir ja damals nicht. Wir sind dann ja letztendlich in einem Lavastrom ja kläglich verglüht. Und das sollen wir jetzt mit den neuen Schuhen nicht mehr erleben. Oh, achso, ja, sagt er, dass ich mitfahren soll. So, dann warten wir mal. Okay. Hallo? Kann ich euch irgendwie helfen? Wer seid ihr denn? Okay. Die interessieren sie also nicht für mich, aber... Huch. Ich frage mich trotzdem, wer die sind, ne? Warte mal. Ich wollte mal nach unten gucken. Vielleicht ist da unten ja mal was. Fahr mal hoch, wieder.
Ernsthaft? Da hätte man noch wunderbar einen Secret platzieren können. Komm, hoch. Ja, platzieren wir halt eben hier oben im Secret, ne? Hauptsache ein Secret. Also, ich wurde von den hypnotisierenden Stimmen angezogen, die durch die Burg hallen und eine unkontrollierbare Fleischeslust in mir erwecken. Was? Die durch die Burg hallen und ein okay, ja. Ihr Gesang vernebelt meinen Verstand, macht mich willenlos und fordert mich zur Teilnahme an einem verbotenen Spiel auf. Vergib mir, Sylvia, denn ich kann meine Handlungen nicht lenken. Und danach starb er. Oh, schade um ihn, Junge. Mann. Lass mich mit. Tschüss. Ah, das heißt. Das hätte mir eigentlich wehtun müssen. Aber egal, ich beschwere mich nicht. So, wunderbar. Huch, hallo, wer bist du denn? Dreck dich mal hier durch, raus, Mann, ich. So. Heute Abend gibt's Fisch. Du brauchst nicht festhalten, Trevor. Überhaupt nicht. Ich habe zwar die richtige Taste gedrückt, aber du brauchst ihn nicht festhalten. Es ist ja nur so, dass du zu mir sterben würdest. Au! 2, 3, 3. Ach, deine Mutter. Damit jetzt fahren oder runter? Egal. Ach, jetzt komme ich da so ein bisschen einen Trach anscheinend, oder? Wunderbar. Jetzt kann ich mir das Ding ja nicht holen. Achso, erstmal hier was Neues: Die Rennschuhe. Dieser vom Spielzeugmacher entwickelte Prototyp soll es Kriegsbrot ermöglichen, sich schneller fortzubewegen. Dazu werden komplizierte Technik und die Reinheit seiner magischen Bestandteile auf perfekte Weise kombiniert. All das ist nötig, um zwei Schritte vorzutun. Was? Um zwei Schritte vorzutun, so den Antriebmechanismus in Gang zu setzen und in einer Staubwolke zu verschwinden. Hui! So. Und wir haben dann die Hexen. Ach, die haben wir eben kurz gesehen. Aha, okay. Das heißt, sie werden wohl noch als Gegner kommen. Hexen sind von Geburt an verflucht. Sie werden von ihren Schwestern in den dunklen Künsten unterwiesen und haben sich jahrhundertelang in den Tiefen der Erde vor der Außenwelt verborgen. Von der Macht des neuen dunklen Fürsten unterjocht nutzen sie ihr wehes Wissen über die dunklen Künste in der Schattenebene, um ihn vielleicht zu besiegen und selbst die Herrschaft über die Burg in Anspruch zu nehmen. Vielleicht könnten die uns ja tatsächlich zu hilfreich sein und sind eher Verbündete als Feinde. Weil der dunkle Fürst Dragner, da ist ja auch unser Feind. Na, mal schauen. Na dann. Ja, oh, halt an! Oh Gott. Und jetzt. Sehr schön. Ach komm, hätte sich doch da links dann da abdüsen können. Abdüsen vor allem, ja. Oh, die ganze Fahrt nochmal. Es ist ja nicht so, dass die Fahrt schwierig ist. Es ist halt einfach nur ätzend, sie halt noch einmal zu machen, ne? Ah, ja, lass mich doch wenigstens mal. Weil ich dann so groß konnte. Ja, ist nicht schwer, nein. So, war links denn eigentlich noch was? Ja, ein Halbmond, geil.
So, war denn links? Oh, Secret? Ah! Gegner war hier! Oh, wow! Wow! Nix da! Weiter eine Säule für dich! Eklig! Los! Ab in den Kochtopf mit dir! Ich glaube, hier war doch noch was, oder? Oder bilde ich mir das gerade ein? Ja, natürlich, genau! Da habe ich mich hier geärgert, dass wir uns das nicht holen konnten. Jetzt macht Sinn. Und wir können uns das doch endlich holen. Geil. Ein weiteres Secret. Und was ist es? Yay, wir leben. Cool. Freut mich. Aber ich freue mich nicht, dass die... Oh, wieder von links und rechts, ey. So ist es halt ätzend. Ich mag nicht viele Gegner, aber ich mag es halt nicht, wenn sie mich einkesseln und von vorne und hinten ankommen. Das ist so ätzend. Was soll man denn da ausweichen? Haben wir's? Ja. Sehr cool. Dann können wir ja jetzt hier über die Lava-Strom dann watschen. Na gut. Rüberspringen ist die wohl eher richtig. Ah, cool, der hat sich wieder aufgefüllt. Freut mich. So, das bedeutet also. Oh, halt! Oh. Super, die will ich haben. Stellt euch mal vor, wir hätten das Teil nicht bekommen von unserem Freund? Keine Ahnung. Ist das ein Freund? Weiß nicht. Come again, great demon lord. Free us from him. Time for your vengeance has come. Come again, great demon lord. Free us from him. Time for your vengeance has come. Ach, kennen wir den nicht aus dem Prolog? Au! Wollt mal Hi sagen. Also, ich habe ganz ehrlich nirgendwo gesehen, dass ich eine Taste drücken soll. Nirgendwo. Diesmal bin ich nicht blind gewesen. Ach, jetzt wird das Taste eingeblendet. Wahnsinn. Boah, man hat aber auch nur Millisekunden Zeit, die Taste zu drücken. Millisekunden. Hammerhart. Sehr gut. Auf geht's. Nochmal. Ach, der hat immer noch sein Auge verloren. Geil. Fang mal. Wow, wow. Schmerz. Das war cool gemacht. Oh, hey. Your blood smells like his. Es liegt daran, dass ich sein Blut habe. Thank you.
Gönn dir mal eine Auszeit, Kollege. Heute Abend gibt's Braten. Ja. Den wir gerade da gesehen haben auf den Turm auf der Burg. Das ist übrigens der Spielzeugmacher oder auch der Toymaker im Englischen. Und er hat eine sehr entscheidende Rolle. Kann man so sagen, ja.